Hallöchen, heute gibt's meinen Lesemonat für den Februar. Ich kann es kaum glauben, aber ich habe im Februar tatsächlich 15 Bücher gelesen. Das heißt, ich habe mal den Rekord geknackt von 10 oder 11, den ich letztes Jahr aufgestellt habe. Ich bin riesig, riesig, ja, stolz irgendwo und gespannt, was ich noch zu den einzelnen Sachen zu sagen habe, denn mir kam es nicht so vor, als hätte ich so viel gelesen, aber in Wirklichkeit habe ich so viel dann doch gelesen. Das erste war ein E-Book und zwar von Emma C. Moore, Kekse, Cookies, andersrum. Cookies, Kekse, Katastrophen. Bei Cookies, Kekse, Katastrophen geht es um Chloe. Chloe hat das Cookie Books, ich glaube, es heißt Cookie Books, das Café und gleichzeitig Buchladen hat sie übernommen und gleichzeitig hat sie aber auch unter einem Pseudonym ein Buch veröffentlicht, und zwar über Eric. Eric ist ja in Crossville bekannt dafür, dass er viele Frauen flachlegt, verführt, ja, so seine Damengeschichten hat. Und die wurden unter anderem, beziehungsweise besonders, nicht unter anderem, die wurden in einer Leserunde bei einem Leseabend am gemeinsamen erzählt. Chloe hat die ganzen Geschichten aufgeschrieben, ihre Freundin Eve hat das Ganze an den Verlag geschickt und das Ganze wurde ein Mega-Hit. Jetzt warten natürlich alle drauf und wollen eine Vorlesung im Cookie Books erleben und Chloe kommt in die bedrängte Situation, dass das ein Skandal werden könnte, wenn herauskommt, dass sie die ganzen Geschichten geschrieben hat. Und ja, dann nötigt sie bzw. erfindet sie eine Geschichte und erklärt, dass die Autorin, ich glaube Helen Levy hat sie sich genannt, nicht kommen kann, verhindert ist und sie deswegen aus diesem Buch vorliest. Ja, das Ganze schlägt einem wieder eine Bombe und natürlich ist Eric nicht besonders erfreut darüber, dass diese Geschichten ans Licht kamen. Ja, damit beginnt erstmal das Spannungsfeld, der Konflikt zwischen Chloe und Eric und ich kann euch sagen, eine wunderschöne Geschichte mit viel heißer Schokolade, mit Chili, ihre Spezialität in dem Café. Und eine ganz bezaubernde weitere Geschichte aus dem Zuckergussgeschichten von Emma C. Moore. Danach ging es weiter mit einem etwas ungewöhnlichen Buchformat auf meinem Kanal und zwar einem Manga, ne? Manga. Und zwar Detektiv Conan Shinichi Edition. Das Ganze ist ja, eine Sammlung von den Geschichten, in denen Shinichi auftaucht oder es eben besonders um Shinichi geht und nicht so sehr um Detektiv Conan. Wer das Ganze nicht kennt, es dreht sich um Shinichi, den Oberstufen- oder Oberschüler-Detektiv, der viele Fälle löst und sehr klug kombiniert, ein bisschen wie Sherlock Holmes, das ist auch sein Vorbild. Der gerät allerdings in eine Situation direkt zu Beginn dieser ganzen Geschichte und der ganzen Reihe, dass er durch ein Gift nicht getötet, sondern geschrumpft wird. Heraus kommt Conan Edogawa. Conan ist dann, ja, die kleine Version hilft aber auch wiederum der Polizei, Fälle zu lösen, im Namen quasi des Detektivs Kogoro Mori, bei dem er untergekommen ist. Denn die Tochter von Kogoro Mori ist Ran Mori und Ran ist die heimliche Liebe von Shinichi. So, das Ganze ist etwas kompliziert, aber ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Geschichten nacheinander zu lesen, auch wenn es jetzt keine, also nicht im Sinne der ganzen Reihe ist, denn die Einzelbände, beziehungsweise einen großen Teil der Einzelbände haben wir auch hier und habe ich auch schon gelesen. Ich habe es auf jeden Fall verschlungen und fand es richtig toll, diese kombiniert mal zu erleben. Dann ging es weiter mit einer anderen Reihe und zwar von Ashley Gilmore, die Princess in Love-Reihe mit Tanya Rapunzels Tochter. Tanya kommt nach Nashville, Tennessee. Das heißt, ja, sie erlebt da vor allem Musikalisches und sie landet dort in der Nähe eines Hofes, wird dort von der Familie sehr nett aufgenommen und nach Nashville gebracht. Sie hat eine wundervolle Stimme und das verhilft ihr auch zu dem einen oder anderen Job und auch zum einen oder anderen Höhenflug in der Zeit, die sie eben in der realen Welt verbringt, ihr Magical dort verbringt. Ich fand wieder eine tolle Geschichte, hat mich nicht ganz so begeistern können wie manch andere Geschichte vorher, aber ebenso sehr, sehr schön.
Dann etwas ganz anderes, und zwar habe ich dieses, ja, dieses Buch, diese Sammlung an Karikaturen, habe ich zu Weihnachten bekommen und habe da mal reingeschaut und habe das mal mir alles genau durchgelesen. Sinn und Zweck des Ganzen, glänzende Aussichten heißt es. Und es geht um 99 Karikaturen zum Thema Klima, Konsum und anderen Katastrophen. Es wird meist mit sehr schwarzem Humor dargestellt, wie wir Menschen so ticken und was eigentlich manchem gar nicht auffällt. Also derjenige, der mit dem riesen SUV zum Biomarkt fährt, ja, hier vorne drauf auch lauter Plastiktüten im Meer, und da steht dabei, ich würde nur blaue Plastiktüten zulassen. Also lauter solche Geschichten, die unsere Welt letztendlich um uns herum bedrohen, zerstören und wir aber nicht so richtig im Blick dafür haben, finde ich sehr, sehr schön, sehr wachrüttelnd, sehr gut, dass es so etwas gibt, und gerne mehr davon, gerne viel, viel mehr solche Dinge, auch gerne mehr in den Medien, in ja, auf Plakaten, wo sie die Menschen ein Stück weit noch besser erreichen und wachrütteln. Kommen wir zu etwas Unterhaltsamen. Das war Monster der Weihnacht von Christian Moser. Ja, hier vorne drauf sehen wir auch schon ein paar der Monster. Ich fand es sehr, sehr schön, die einzelnen Monster kennenzulernen, denn die werden einem hier drin vorgestellt. Natürlich immer in Verknüpfung mit den anderen Monstern der Weihnacht. Und ja, was ist dann natürlich dabei? Die Vorfreude, die Bemutterung, die Eile natürlich auch. Die Besinnlichkeit ist dabei, das Chaos ist dabei, also ganz, ganz viele tolle Figuren, sehr toll illustriert und wunderschöne Texte dazu gemacht, sehr unterhaltsam, mal was ganz anderes mit dem Blick auf Weihnachten. Kann ich euch nur empfehlen, es gibt wohl auch Alltag, nein, Monster des Alltags, so rum, und die werde ich mir bestimmt auch nochmal anschauen. Vielleicht für nächstes Weihnachten ein Geschenk. Dann kam wieder ein E-Book, und zwar Die 13. Fee von Julia Adrian. Ich bin darauf gestoßen, weil ganz viele davon geschwärmt haben. Das Buch ist aus dem Drachenmond Verlag, da sind ja die Cover sowieso immer wunderschön. Ich habe es mir aber nicht bestellt, weil ich befürchtet habe, dass es mir zu Fantasy-lastig ist. Ja, das Ganze dreht sich um Die 13. Fee. Die begleiten wir quasi ab dem Moment, ab dem sie geweckt wird aus einem, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, 100.000-jährigen Schlaf, also ziemlich lange hat sie geschlafen, wird plötzlich geweckt und weiß gar nicht so recht, wie ihr geschieht. Denn sie soll mitkommen, sie ist ein Stück weit Gefangene, kriegt mit der Zeit mit, dass der Jäger, der sie dann letztendlich, bei dem sie letztendlich dann viel Zeit verbringt, nicht unbedingt nur ihr Gutes will, und möchte zusammen mit ihr die anderen Feen umbringen. Das Ganze hat sich mir nicht wirklich erschlossen. Also keine Handlung der auftretenden Person hat sich mir so richtig erschlossen. Weder die des Jägers so in völliger Gänze, noch die der Hexe, der Fee. Abgesehen davon läuft diese Fee ziemlich lange nackt rum, spricht dann aber ständig davon, dass sie plötzlich menschliche Züge an sich erkennt und viele Dinge wahrnimmt, die sie vorher nicht gestört haben, wie zum Beispiel Kälte, läuft aber derweil schon relativ lange ja, einfach so durch die Gegend, und es ist eigentlich kalt drumherum. Abgesehen davon ja, schläft sie des Öfteren mit diesem Jäger, und es wird nie klar, also weder optisch noch aus irgendeinem anderen Grund, warum sie das tut. Deswegen, ja, hat es mir nicht besonders gefallen. Es war der erste Teil einer Reihe. Dementsprechend werde ich, weil es mir eben nicht gefallen hat, keinen weiteren davon lesen. In einer Buchhandlung, eine wunderschöne Buchhandlung, um das nochmal zu erwähnen, in Fürth, habe ich dieses Schätzchen gesehen, mich sofort verliebt und musste es mitnehmen. Es heißt Du bist einmalig von Max Lucado oder Max. Illustriert von Sergio Martinez. Ich sehe schon, irgendwie langsam fällt mir auf, ich habe ziemlich viel illustrierte Dinge gelesen diesen Monat und auch recht kurzweilige. Und zwar geht es da um, ich muss sie nachgucken, die Holzpuppen, und die sind, genau, Punchinello. Ah ja, ich fand den Namen schon so schön. Punchinello.
Das ist die Hauptperson. Und die Holzpuppen heißen Wemmicks. Also das Ganze ist sehr groß illustriert mit wenig Text und sehr schön dargestellt. Diese Wemmicks, die laufen oder die wohnen eben in einer Stadt und oberhalb der Stadt wohnt der Holzschnitzer Eli. Eli hat diese Wemmicks erschaffen, erfunden. Und irgendwann trifft Punchinello, denn er hat viele, viele graue Punkte abgekriegt. Das ist quasi ein Bewertungssystem. Das heißt, wer Sterne kriegt, der ist toll, der kann was Tolles und den mögen alle. Aber wer graue Punkte abkriegt, den mag keiner. Und wenn man stolpert, kriegt man schon wieder welche und so weiter. Dann wird er natürlich immer trauriger und ja, fast schon depressiv und trifft dann aber auf ein Mädchen. Und dieses Mädchen hat keinerlei Sterne oder Punkte. Das Mädchen rät ihm dann, mal hinaufzulaufen zu Eli, dem Holzschnitzer, und sich mit ihm, ja, anzufreunden, ihn mal zu treffen. Und das Ganze macht er und stellt fest, es ist gar nicht so wichtig, was die anderen von einem halten, sondern viel, viel wichtiger, was quasi Eli, der Holzschnitzer, von einem hält. Und der sagt, du bist ein Manik. Wunderschön, eine wunderschöne Botschaft, die das Ganze vermittelt, in wenigen Seiten, wenigen Bildern, trotzdem sehr, sehr schön, sehr zu Herzen gehend. Kann ich nur komplett empfehlen, auch für Kinder, dass die Selbstvertrauen kriegen, dass die merken, es geht nicht darum, dass du die besten Noten hast oder die tollsten Haare. Nein, es geht darum, du bist einmalig und du wirst geliebt. So, dann war noch einmal Detektiv Conan dran, Shinichi Returns. Das ist das zweite Buch, in dem es vor allem eben um Shinichi oder die Fälle darum geht. Hat mir ebenso wie das erste auch sehr gut gefallen. Dann habe ich auch Empfehlungen von Lea von Liberiarium, Krebsweltmeisterschaft, Krebsmeisterschaft, Krebsmeisterschaft für Anfänger von Edward van de Wendel und Roy Lumen gelesen. Das Ganze dreht sich um den jugendlichen Max. Mit 15 Jahren ertastet er einen Knubbel unterhalb seines Schlüsselbeins und ja, daraufhin beginnt für ihn die Odyssee oder der Kampf gegen den Krebs. Dieser Kampf ist etwas, der ihn ja, sehr, sehr gut reflektieren lässt, sehr bemerkenswert. Dinge durchstehen lässt, die er vorher vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätte, dass das funktioniert. Und ja, ich fand es prinzipiell schön, allerdings war es teilweise so erzählt, dass ich den Eindruck gekriegt habe, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen oder das ist mir zu sehr Jugendsprache, sage ich mal. Ich kriege das immer mal wieder in der U-Bahn mit, auf dem Arbeitsweg, da unterhalten sich Jugendliche. Und die erzählen dann etwas und dann sagen sie, habe ich das gemacht und bla bla bla. Und dieses und bla 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 kam auch in diesem Buch vor und das hat mich dann schon sehr gestört, denn ja, so unterhalte ich mich irgendwie nicht und das fand ich dann etwas schade. So, da hat mich gerade eben mein Akku verlassen, aber jetzt geht's weiter. Und zwar mit einem Rezensionsexemplar von Corinna Kegel. Die fabelhafte Welt der Hochsensiblen und Hochbegabten. Ich verlinke euch natürlich die Rezension, die ich dazu schon gedreht habe und kann euch nur sagen, wenn ihr euch für das Thema interessiert, Hochsensibilität, was das Ganze ist, wenn ihr euch für Menschen interessiert, vielleicht aber auch ahnt oder fühlt, dass ihr anders seid, dann schaut da auf jeden Fall mal rein, denn ich finde es sehr schön geschrieben, es lässt sich sehr leicht, sehr gut lesen, ja, sehr angenehm und für mich war es fast wie eine Offenbarung. Es war für mich wie eine Reise zu mir selbst. Es hat es geschafft, dass ich mich wieder wohler in meiner Haut gefühlt habe, mich selber wieder besser verstanden habe und so manche Dinge reflektiert und gut ja, verstehen und annehmen konnte. Deswegen eine absolute Empfehlung, ein absolutes Highlight für mich im Februar. Schaut es euch gerne mal an. Danach kam wieder ein E-Book und zwar der vierte Teil von Emma Seymour Himbeeren im Tee. Bei Himbeeren im Tee geht es um, ich muss kurz überlegen, ich glaube, es war Hope und zwar fährt sie nach Crossville zu ihrer Mutter, die schwer krank ist und die eigentlich im Sterben liegt.
Sie versucht sich daraufhin um ihre Mutter zu kümmern, die macht sie allerdings nicht sehr schwer und man erfährt so einiges auch aus der Vergangenheit, dass ihr vieles in ihrem Leben nicht so leicht gemacht wurde und ihr Bruder es deutlich leichter hatte. Noch dazu kommt, dass im Nebenhaus ihr ja, einstiger Schwarm und ja, niemals Freund Connor lebt bzw. arbeitet. Ich glaube, arbeitet. Er ist Anwalt geworden und ja, das macht es für sie umso schwieriger, denn Connor hat sich schon im Vorfeld recht gut um ihre Mutter gekümmert und ihre Mutter mag ihn sehr. Ja, das Ganze beruht natürlich ein Stück weit auch darauf, dass sie sich ab und zu mal flüchtet vor ihrer Mutter, andererseits aber auch nicht ohne sie kann, Dinge noch klären möchte und letztendlich einen sehr, ich sag mal, ein bisschen einen dramatischeren, ein bisschen melancholischeren Touch hat als die anderen Romane. Für mich aber ebenso ein wundervoller Kurzroman aus der Zuckerguss-Geschichtenreihe. Dann kam auch noch von Emma Seymour Erdbeeren im Schnee. Das Ganze ist, dreht sich um Gwen und Ben. Gwen kommt nach Hause zu ihrer Familie ohne ihren Freund Chris, denn Chris hat sie betrogen und sie ist natürlich ja, ich sag mal, in miserabler Stimmung, denn ihre Familie wartet nur darauf, dass sie wieder ohne Freund auftaucht und dementsprechend können sie wieder so ein bisschen Sprüche klopfen und meinen, na, es wird schon, irgendwann wirst du wohl schon einen abkriegen. Womit Gwen aber nicht gerechnet hat, sie wird kurz bevor sie zu Hause ankommt, von Ben gerammt, beziehungsweise sie selbst, soweit ich das jetzt noch zusammenkriege, rammt Ben in seinem Auto. Und ja, was daraus entsteht, Ben bietet an, sie auf jeden Fall schon mal nach Hause zu bringen und die Familie nimmt sofort an, Ben wäre der neue Freund und Verlobte ihrer Tochter. Das heißt, die beiden sind ein Stück weit verstrickt, obwohl sie sich gar nicht oder kaum kennen, in eine Liebesgeschichte. Wie sich das Ganze weiterentwickelt und was es mit den Erdbeeren im Schnee zu tun hat, finde ich sehr herrlich erzählt. Sehr winterlich, denn die letzten Teile der Zuckergussreihe spielen alle im Dezember bzw. um die Weihnachtszeit mit dem Weihnachtsthema natürlich. Und jetzt im Februar ist das noch nicht ganz fehl am Platz, aber es hat sich schon nicht mehr ganz so gut angefühlt, als im Dezember wäre das eventuell noch etwas angebrachter gewesen, die Geschichten dann zu lesen. Wir kommen zum letzten richtig echten Buch und zwar Der Lauf des Lebens von Mona Jäger. Ein recht dünnes Werk, ein Rezensionsexemplar. Vielen Dank nochmal an den Luchterhand Verlag dafür, dass ich das zur Verfügung gestellt gekriegt habe. Es ist bei mir eingetrudelt und ich habe es quasi direkt in die Hand genommen und gelesen. So soll es manchmal sein mit Büchern und das war hier auch sehr schön. Und zwar verfolgen wir letztendlich eigentlich verschiedene Menschen in ihrem Leben. Und so banal wie es klingt, umso besser ist es gemacht und ja, herausgestellt, herausgearbeitet. Es ist eigentlich immer nur eine Episode aus dem Leben, manchmal eine recht prägnante, eine prägende Situation, erster Schultag, Hochzeit, gemeinsames Kind, Auszug aus dem Elternhaus. Es sind ganz verschiedene Themen, die hier drin sind. Trotzdem sehr, sehr gut, sehr schön, sehr fein beobachtet, sehr gut geschrieben. Fand ich sehr schön, mal zwischendurch keine Geschichte als Ganzes zu haben. Also keine Frau und Mann und die treffen sich und es gibt einen Konflikt und es gibt eine Katastrophe am besten noch und am Ende versöhnen sie sich wieder. Sondern ja, so dieses das Leben beobachten und das ist Mona Jäger sehr gut gelungen. Ich kann verstehen, warum sie schon diverse Preise gewonnen hat und kann es euch nur empfehlen, auch mal zu diesem Werk zu greifen. Und zum Schluss noch das vorletzte Werk aus der Zuckergussreihe und zwar von Emma Seymour, Lebkuchen zum Frühstück. in Lebkuchen zum Frühstück geht es um die alleinerziehende Grace, ich glaube es war Grace. Ich bin manchmal mit den Namen dann doch etwas in Verwirrung geraten. Auf jeden Fall, bei Grace geht es darum, dass sie auf Ethan trifft und
der dann ja so ein bisschen hinter ihre Lüge steigt, denn Grace hat einen Laden und verkauft da ja Antiquitäten und ihr junger Sohn, ich glaube, der ist 7 oder 8, der hilft ihr dabei und ja, dann trifft sie eben auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem sie verkauft, auf Ethan mit seiner Verlobten und ja, denkt sie schon, dass da so manches schief laufen könnte, denkt die ganze Zeit wieder an ihn, ein Stück weit Jugendliebe, beziehungsweise die beiden hatten schon auch engeren Kontakt mal. Ja, was dabei herauskommt, sich letztendlich das ganze Leben verändert ein Stück weit von Grace, von, ich weiß leider seinen Namen gerade im Moment nicht mehr, ich werde ihn euch einblenden, ja, fand ich auch wieder sehr, sehr schön erzählt, die Idee, dass Chloe da wieder eine große Rolle spielt, die in ihrem Cookiebooks-Café dann Lebkuchen an den Adventssonntagen mit allen, die möchten, backt und ja, wiederum auch mit dem Verweis auf das Buch vorher, Erdbeeren im Schnee, weil die Familie da so eine gewisse Tradition hat im Bäumefällen, wird eben in dem Kurzroman auch wieder Bezug darauf genommen. Fand ich herrlich, ja, finde ich sehr gut inszeniert, die ganze Geschichten um Crossville herum. So wie auch die letzte, Zimtzoff und Zuckerstein, genau. Das war dann das letzte Werk in der ganzen Reihe, jedenfalls bisher. 7 Teile sind das Ganze und ich fand sie alle richtig herrlich. Ich habe sie, bis auf den ersten Teil, habe ich alle als E-Book oder E-Book-Kurzroman gelesen und ja, hat für mich perfekt gepasst, weil ich konnte es kaufen, konnte mit dem Lesen loslegen und dann auch direkt danach das nächste, je nachdem, wann ich dann fertig war am Tag. Das hat sich für mich schon sehr angeboten und dementsprechend habe ich das gerne genutzt. Ebenso auch im letzten Teil, wieder eine wundervolle Geschichte, da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, ist schließlich auch ein bisschen der Abschluss der Reihe. Schaut es euch einfach mal an, ihr könnt natürlich auch mittendrin anfangen mit den Teilen. Vor allem jetzt ist gerade Weihnachten erstmal vorbei. Das heißt, vielleicht fangt ihr am Anfang an und lest so Monat für Monat eine Geschichte. Ich hatte aber das Gefühl, mich machen die süchtig, vor allem im Februar, und habe sie dann alle noch verschlungen. Ja, das war jetzt mein Lesemonat. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu sehen, was ich denn alles geschafft habe im Februar. Ich fand es sehr toll, habe es gar nicht glauben können, als ich nachgezählt habe, dass es doch so viel war. Und ja, guckt euch die Rezensionen dazu an, schaut euch auch ruhig beim nächsten Video wieder mit vorbei. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert mich einfach und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss! Und zum Schluss kam dann noch Zimt... Nein. So rum.